Jo Leute, was geht? Damit herzlich willkommen zurück auf perfekte Moderation zu einem neuen Video auf meinem Zweikanal Broski. Was geht ab, Freunde? Ja, heute gibt es einen wunderschönen Stadion-Vlog. Ihr feiert die Teile ja extremst. Und heute bin ich auf dem Weg nach Paris. Yes, Mann. Der Finn, ich hol ihn gerade ab, der zeige ich dir gleich ein. Wir fahren jetzt los. Und dann geht's nach Paris. PSG gegen Real Madrid. Ich habe richtig Bock. Das allererste Mal, dass ich beide Mannschaften... Nee, stimmt gar nicht. Real Madrid habe ich schon mal live im Stadion gesehen, als sie damals noch Champions League gegen Schalke gespielt haben. Aber ich habe viele Legenden, die ich zum ersten Mal sehe. Ich habe noch nie Messi live gesehen. Da freue ich mich richtig drauf. Vinicius Junior, einer meiner absoluten Lieblingsspieler aktuell. Generell Mbappé, Neymar. Wobei Neymar ist, glaube ich, immer noch verletzt, lost. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Game. Ich freue mich da übertrieben drauf. Wirklich absolutes Träumchen. Auch mal Lionel live spielen zu sehen. Und ja, Mann, das wird einfach ein sehr geiler Trip. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr das Video hier feiert und auch wieder mehr Stadion-Vlogs sehen wollt, jetzt wo das auch wieder in Deutschland möglich ist. Und verzeiht mir, dass ich noch ein bisschen lost bin. Ist gerade 8 Uhr morgens und Schlaf ist Mangelware, Freunde. Ihr könnt übrigens sehr gerne mal Kommentare schreiben, was ihr als nächstes für einen Stadion-Vlog sehen wollt. Vielleicht auch irgendwas ausgefallen ist. Also ich bin für alles offen, wirklich. Ich fahre auch nach Holland, Polen, keine Ahnung. Wo gibt's geile Spiele? Ich bin am Start, ehrlich. Ich will mir alles reinziehen. Wie gesagt, wo das möglich ist. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Also ballert da alles voll, Freunde. Und da würde ich sagen, guck mal, dass wenn jetzt gleich kommt. Und dann geht's los. Lasst ein Like da. 10.000 wären ehrenhaft. By the way, Klassiker. Bin Viertel nach bei dir. Mach mal halb raus. Komme. 8.45 Uhr. Mann, kennt ihn. Finn und ich, beide pünktlich. Guten Morgen. Moin. Ausgeschlafen. Ja, sehr. Fit. Ja? Wo ich aus nach Paris? Ja, na klar. Hast du Bock? Ja, sehr. Erstes Mal in Paris. Ich war noch nie in Paris. Aber machen wir ein bisschen Date. Ja. Gestern war Valentinstag. Stimmt, jetzt machen wir hier Tradition bei uns. Ja. Lass mich mal an die eine Story mal von uns erinnern. Ja, Finn, erzähl die Story. Ich war Otto. Okay. Soll ich jetzt erzählen? Ja. Okay, also. Um 8.30 Uhr. Ja, ich bin noch voll müde, ne? Also, Simon und ich sind mal an Valentinstag zusammen ausgegangen, weil wir halt beide irgendwie vercheckt haben, dass Valentinstag ist und wir irgendwie Kaffee trinken wollten. Ja, dann haben uns irgendwie alle Pärchen, die drumherum saßen, uns mega komisch angeguckt. Und wir wussten gar nicht, was Sache ist, bis uns dann die Kellner uns dann Kaffee mit so einem Herzchen noch drin gemacht haben, so Barista-mäßig. Und dann ist uns aufgefallen, oh, die denken alle, wir sind zusammen. Und das war schon eine sehr süße Story auf jeden Fall. Bis heute, ich will es da total kacke im Story erzählen, aber ich glaube, ihr wisst ungefähr. Nee, war gut, aber ich bin bis heute enttäuscht davon, weil eigentlich war mein Plan, dich an dem Abend einzutüten. Ah. Ja. Und die haben das kaputt gemacht. Ich dachte eigentlich, ein bisschen Kellner war schon informiert. Ach so, ja, dann habe ich verkackt. Okay, wir fahren los. Dann muss ich jetzt mal raus, ne? Ciao. So, wir haben mehr als die Hälfte des Wegs geschafft, gibt einen kleinen Fahrradtausch. Der Chef sitzt jetzt am Steuer. Ey, wir sind ja an so einer Raststätte gewesen. Wir sind jetzt irgendwo in Belgien. Bruder, das wäre in Deutschland aber mal so gar nicht durch die Hygienekontrolle durchgekommen. Hä, was ist das? Appeal Meal? Weiß ich nicht. Nee, sah gar nicht mal so geil aus. Da gab's voll, ne? Da gab's irgendwie so Fleischgerichte, die 35 Euro kosten sollten. Sah gar nicht gut aus. So, wir fahren jetzt weiter. Wir sind um 15 Uhr ungefähr in Paris. Oh, dann noch ein bisschen die Stadt unsicher. Gucken uns das mal an. Finn war noch gar nicht in Paris. Ich war das letzte Mal vor 15 Jahren da. Was? Wie alt war ich denn da? Ja, okay. Vor 10 Jahren. Ja, aber weiter geht's. By the way, big props an meinen Dad, der, ja, geil, Copyright Claim. Big props an meinen Dad, der mir das Auto hier ausgeliehen hat. Mega geil, wirklich. Ja, aber es ist so geil für lange Fahrten. Ich freue mich auch echt, krieg jetzt demnächst meine Karre. Wird nice. Mach ich dann auch ein Video auf dem Zweikanal, wenn ihr es sehen wollt. Bonjour. Ist hier zu zahlen oder was? Ça va bien? Was geht hier ab? Est-ce que tu fais? Euro, glaube ich. Also Karte oder? Qu'est-ce que tu fais? Carte? La carte? Avec carte? Oui. Ist da jetzt einer drin oder was? Weiß nicht. Ich fahre einfach mal rein. Bonjour. Ob es hier richtig ist oder nicht. Ah, la carte. Ja. Ah ja. Moment. Machen wir. Ah, votre Ticket. Votre Ticket. Was ist jetzt hier? Was muss denn du zahlen? 14,90 €. Ja, mach mal. Angekommen in Paris und wir fahren jetzt einfach durch den Arc de Triomphe. Uff. Ja, durch nicht, aber drumherum. Drumherum, ja. Da ist ja dieser riesige Kreisverkehr.
Das sieht ja mal richtig cool aus. Freunde, wir haben jetzt noch knapp 5 Stunden Zeit. Wir werden uns auf jeden Fall gleich auch nochmal die Stadt angucken. Wir sind noch gleich direkt am Eiffelturm, unser Hotel. Aber das sieht ja mal richtig nice aus. Fühlst du es? Ja, also ich wollte eigentlich nicht hier langfahren, weil als Autofahrer mit so einem großen Wagen hier durch so einen vierspurigen Kreisverkehr zu fahren, ist nicht ganz so geil eigentlich. Ich verstehe nicht, was du meinst. Aber wie geil das aussieht, Alter. Wow, das ist wirklich richtig cool. Damn. Guck mal, die fahren ja auch wie die Wilden, dass hier keiner einen Unfall baut. Das ist krank. Ja, ehrlich. Guck mal, du kannst hier einfach so rumfahren. Guck das mal an. Was ist das? Was ist das denn? Hilfe! Hä? Digga. Was passiert hier? So, wir müssen okay. Jetzt rechts, warte. Ja, ja. All gut. Ja. Ja, Bruder. Hier gilt das Recht des stärker Hupenden. Wir müssen rechts. Ja, all gut. Ça va bien? Digga, das ist krank. Guck mal, einfach keine Spuren. Du kannst einfach fahren, wo du willst. Ja, wilde Verkehrsregelung. Nächstes Mal fahren wir einfach entgegen dem Uhrzeigersinn, ne? Ja, einfach mal ausprobieren. Und da ist auch schon der Eiffelturm. Hä, wie krank. Unser Hotel genau da. Das ist direkt in der Nähe. Das ist so ein Kilometer davon entfernt. Alter, wild. Also erster Eindruck Frankreich. Bien. Ja, also schön. Alter, was ist das denn? Das Teil ist ja so riesig. Mein Meister, wir fahren einfach am Eiffelturm vorbei und findet alles im Griff. Ja, eigentlich schon. Ey, wie krank ist das denn? So, was geht? Hotelzimmer, auf jeden Fall auch mies cool. Hier ist so ein Frankreich-Nationalteam-Store. Und man sieht einfach den Eiffelturm aus dem Hotelzimmer. Sehr nice. Wir machen jetzt noch ein bisschen die Stadt unsicher. Gucken, was geht. Gleich kommt Arnes, der ist noch unterwegs. Arnes hat heute Morgen einfach eine Klausur geschrieben und kommt jetzt nach Paris. Das ist ein Leben. So, wir machen mal ein bisschen unsicher hier. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ey, Schnecke, kann man nicht kennenlernen? Sehr. Wir sind hier an so einem Spielplatz. Ja, perfekt. Hier ist eine wunderschöne Toilette. Da hinten ist irgendwo der Eiffelturm. Und hier sind einfach überall so Ateliers, wo die Leute einfach zeichnen. Also ganz ehrlich, Paris ist schon echt eine coole Stadt. Schon sehr nice hier. Leute, es ist ein Träumchen. Hier rechts ist so ein Park. Ja, schön. Und jetzt gehen wir mal gleich rüber. Und dann links einfach, krieg ich gar nicht drauf auf die Kamera. So ein Riesenteil. Wunderschön. Sag ich euch ehrlich. Richtig, richtig cool. Also das sind einfach wirklich die Views. Wir laufen jetzt hier so ein Parkstück zum Eiffelturm hin. Ich habe euch den wahrscheinlich jetzt schon insgesamt eine Minute gezeigt. Aber es ist wirklich echt nice. Richtiger Reiseblogger geworden. Wir gehen jetzt hier drauf. Ganz oben. Das ist das Ziel. Ja. Wow. Und wir gehen noch ein höher. Ganz, ganz großes Kino. Das ist eng. Das ist eng. Was? Das muss so. Aber ich muss sagen, hier oben ist echt windig. Ich dachte, das wird raus. Geisteskrank, Freunde. Hilfe. Schau mal, Freunde, da ist der Arc de Triomphe, wo wir gerade durchgefahren sind. Da ist er. Ey, es ist wirklich ein absolut gestörter Ausblick hier rum. Boah, ist das windig. Boah. Aber der Ausblick ist gestört. Hilfe! Sagst du windig? Ja. Ey, das ist ja wirklich geisteskrank. Kurzer Windtest. Gar nicht windig. Aber Freunde, schaut euch das an. Krank, wirklich. Krank, krank, krank. Ich habe keine Ahnung, ob er mich versteht, weil es ist absolut windig. Aber da unten waren wir gerade. Da kommen wir her. Von da, da ist der Park. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, es ist so kalt, dass mein Pimmel nach innen geht. Hä, wie cool. Hier ist auch einfach so ein kleines Fußballstadion. Ist das der allerechte Parc de Princes oder was? Ja, wie cool. Wir sind aus dem Eiffelturm raus. Es war sehr nice. Also wenn ihr mal in Paris seid, unbedingt machen. Wenn ihr unter 24 seid, kostet es irgendwie so, ich glaube 16, 17 Euro.
hat sich auf jeden Fall gelohnt, war richtig nice. Schaut euch das mal an hier im Hintergrund. Hilfe! Ich glaube, ich werde ehrlich Travel-Blogger. Wahrscheinlich geht der Vlog jetzt hier irgendwie schon so 20 Minuten und wir sind noch nicht mal im Stadion. Aber da gehen wir jetzt hin. Viele haben hier noch so kleine Stände, wo die so leuchtende Eiffeltürme verkaufen. Wild. Ich glaube, die haben alle den gleichen Lieferanten. Einfach die ganze Straße blinkt. Alles voll damit. 100 Jahre Garantie. 100 Jahre Garantie. Der Junge, der hat ein richtiges Problem. Ich habe wirklich ein richtiges Problem. Ich hab, erzähl mal. Ach, das ist dämlich. Ich brauche so einen Adapter, weil scheiß MacBook USB-C hat und nicht normale USB-Kabel wie jeder andere auch. Und die haben irgendwann vor ein paar Jahren diesen SD-Karten-Laserslot da weggemacht. Ja, ich habe ihn vergessen. Ich muss mir so einen scheiß Adapter holen. Und frag mich nicht wo. Wir haben 19 Uhr, keine Ahnung, ob die Dinger noch offen haben. Gibt's hier Mediamarkt? Kann einmal Mediamarkt anrufen? Das wäre echt cool, Mann. Scheiße ist das doch. Oder er zeigt mir einen Laden in Köln. Vambusch. Let's go. Ich muss nur noch meinen Apple Store finden, dann läuft das. Da ist er doch, da ist er doch. Und guck mal, wen wir hier haben. Real Madrid-Fan Nummer Uno. Ja, guck mal. Heute Morgen noch Klausur geschrieben, ab ins Stadion. Jetzt ins Stadion. Macht er so gut. So, wir haben hier so einen Uber, Freunde, wir gehen mal rein. Vorne Finn, oder? Ja, Finn, gehen wir nach vorne. Hallo. Yes. Free back, free at the back. Passt. Schafft man nicht vorne. Nee, wegen Corona nichts. Ja. Richtige Manchester-Vibes gerade. Yep. Ja. Bist du gut hergekommen, Hannes? Ja. Ja. Oh, das ich sag, boah, dieser Verkehr hier, das ist unglaublich, ne? Ey, das ist geistkrank, ne? Kannst keinem erzählen. Guck dir das an, Freunde. Hier. Zoom. Das ist Verkehr in Paris. Wir fahren 6 Minuten zum Apple Store. Das Ding ist 1,1 Kilometer entfernt. Sagst du so, wie es ist? Zum Geld sparen können wir aussteigen und einfach laufen, ne? Ist in der Nähe oder was? Ja, halt in 1 Kilometer, wie ich es gerade gesagt habe, vor 10 Sekunden. Leute, wir haben so Probleme an Kasse 1. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber wir haben 12 Minuten Zeit, um zum Apple Store zu kommen. All good. Also, wir haben diese Sperrung erfolgreich umfahren. Haben einfach ein paar Autos gebrannt. All good, wirklich, all good. Yes, yes. Yes, we come back here. Ja, das wird jetzt ein Sprint in den Apple Store. Wo ist denn der? Apple Store? Hallo? Ah ja, hier. Also, kurze Zusammenfassung. Damit ihr das mal checkt. Wir haben so ein Uber geholt und wir haben nicht mehr viel Zeit. Und das Uber, der Uber-Fahrer hat uns jetzt zum Apple Store gebracht, damit ich mein Kabel kriege. Ich hole mir das jetzt kurz und dann geht's zum Stadion. 1A-Planung. Ich habe einen Typen gefragt, ich habe den losgeschickt, der holt mir jetzt das Kabel. Wenn das alles so funktioniert. Ich weiß ja noch nicht. Wie dich mal. Merci. Let's go, let's go, let's go. Das hat ja viel besser geklappt als erwartet. Wo kaufe ich das? Wo bezahle ich das denn? Hallo? Where do I pay? Aber ich hab's schon mal. Ja, komm. Let's go! Let's go! Und er steht da immer noch, der Ehrenmann. Er hat uns nicht sitzen lassen. Wenn er jetzt losfährt. By the way, das hier übrigens, glaube ich, der Champs-Élysées oder so. Ja. Oh, was? Guck, der hat schon fast neue geholt. Der hat uns fast gesnitcht. Guck mal, da haben schon welche gewartet. Wir haben es geschafft. Da hinten ist der Parc de Bronx. Wenn jetzt die Tickets nicht funktionieren, bin ich traurig. Aber es sollte eigentlich alles klar gehen. Oh, man hört sogar schon ein bisschen die Fans. Nice. Okay, Männer, bevor wir irgendwas machen, Tipps. Boah, ich sag, es wird ein 1-1. Anis? 3-1 Real. 3-1 Real? Ja, safe. 2-2. Vinicius Doppelpack, Mbappé Doppelpack. Ist der Prinzenpark das erste Mal, dass ich in einem französischen Stadion bin. Sehr nice. Wir sind durch die erste Kontrolle durch. Hier seht ihr das wunderschöne Ding von außen. Alles auch schon in den PSG-Farben. Polizei ist natürlich am Start, überwacht das Ganze hier. Ich weiß nicht genau, was hier rechts sein soll, kein Plan. Aber da geht es schon ab. Nice. Ey, ich hab so Bock, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Erste Mal Messi live sehen. Real Madrid, Vinicius. Bruder, ich bin so gehypt, Junge. Oh, richtig geil. Hey, die wollen uns so hochnehmen. Guck mal, wie klein hier die Schlange ist. Wir müssen zu E. Perfekt. Die stehen bis auf die Straße. Ja, und da geht's schon los. Parc des Princes, cool. Es ist einfach 20 Minuten vor Anstoß und die Organisation ist so bodenlos, Alter. Rudi, lass mich mal rein hier. Geht. Wir sind drin. Ah, wir sind drin, Junge. Wir machen Meter. Deutsche Pass regelt alles. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jetzt kann's losgehen, Freunde. Wo ist Finn? Ich hab Finn verloren. Digga, wir verpassen einfach die Hymne. Da drin läuft schon die Hymne. Ich krieg einen geistigen. Ey, wir verpassen einfach die Hymne.
weil Finn nicht durchkommt. Kannst du keinem erzählen. Einfach Hymne verpasst. Aua. Junge, einfach Hymne verpasst. Jalla, wo müssen wir hin? 468E. Hier ist E. Und wir müssen weiter nach oben, denke ich mal. Ah, hier ist D. Wir müssen noch einen nach rechts, glaube ich, oder? 406, ja. 406. Wir kommen. Hey, wir sitzen sehr hoch, aber die Plätze sind geil.
ausverkauftes Haus. Die Stimmung ist überragend. Casemiro haut Messi das erste Mal um. Wir haben es gerade noch gesagt, Junge. Wir haben es gerade noch gesagt. Ey, es ist Vinicius. Es ist geil. Und jetzt kommt Vinicius. Vinicius. Halbzeitfazit, Freunde. Also PSG ist wirklich die deutlich bessere Mannschaft, muss man sagen. Die spielen echt ein krasses Pressing, also das hättest du von PSG nicht erwartet. Schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Real Madrid, so die letzten 10 Minuten dann zurückgekommen, aber vorne geht da noch gar nichts. Vinicius, ich habe ihn so groß angekündigt, hat gar keine Schnitte gegen Hakimi. Hakimi, ab in die Tasche gesteckt. Mbappé ist super gefährlich, wirklich. Also ich glaube, da klingelt es noch. Weiß nicht, ob 2-2 noch was wird, aber mal sehen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Fehlen nur noch Tore. Und was Geile ist, Arnes und Fritz sind gerade Getränke und Essen holen. Ich habe seit 15 Stunden nichts gegessen. Klasse. Wir wollten gerade was zu trinken und was zu essen holen. Wir waren unten.
Alle nur am Rauchen, weil du im Stadion nicht rauchen darfst. Alle im Mischstände zu. Keiner hat irgendwas zu trinken oder zu essen in der Hand. Was ist das denn? Was ist das? Oder ich habe seit heute Morgen um 7 nichts gegessen und bin in der Matzephase. Der Mann, der hat auch schon Probleme. Ja. Wir haben zusammen heute nur ein Croissant gegessen. Nur eins. Mann, egal. Dafür wird das Spiel jetzt besser. Bodenlos bisher, ich sag dir ehrlich. Mondi, größter Quatsch bisher, Mann. Ja, aber Vinicius? Auch Quatsch. Hakimi ist zu stark, ich sag dir ehrlich. Guck mal, wenn du ganz genau hinguckst, ist da ein bisschen Schweiß. Der ist richtig nervös. Mann, ja. Der ist so gebraucht. Dort drüben machen sich übrigens gerade die PSG-Ersatzspieler warm. Das müsste Xavi Simmons sein. Oh, Diana hat er verkackt. Der hat jetzt schon in der Liga ein paar Mal gespielt. War da eigentlich auch ganz stabil unterwegs. Vielleicht wird er eingewechselt. Generell PSG hat noch ein paar Baller auf der Bank. Draxler, Neymar. Mal schauen. Ja. Mal schauen. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. Und mit Pfiffen kommt Real Madrid raus. Auf die Fresse!
vorbei, Freunde. Mein Kameraakku ist jetzt gerade leer gegangen. Wow. Wahnsinn, Alter! Krank! Messi wird noch in den Arm genommen von Neymar. Aber ist egal. Wir haben noch ein Tor gesehen. Rückspiel geht noch was. Rückspiel geht noch was. Es gibt ja keine Auswärtstorregel mehr. Es ist selbst neu dieses Jahr. Haben die abgeschafft. Atmosphäre war heftig, bin ehrlich zu euch. PSG-Fans hatte ich auch ein bisschen Vorurteile wegen dem Scheiß und so, aber die Stimmung, ich weiß nicht, wie die sonst immer ist, aber war schon böse, muss man glauben. Ja, underrated Fans. Ja, ehrlich. Also die Stimmung war geistkrank. Muss man ehrlich sein, PSG hätte auch deutlich höher gewinnen können. Von Real kam echt wenig. Über Messi sage ich nichts, das war schwierig, aber Mbappé, Hilfe. Hilfe. Jeder Kontakt gefährlich. Also MVP war ganz böse. Wir sehen uns gleich nochmal, wir gehen jetzt nochmal auf entspannt was essen. Aber der Stadionbesuch, generell der ganze Tag. Kurz, dass ihr das alles ermöglicht, das so supportet. Was ein Tag, wirklich. Und wir werden rausgewählt. Bis gleich. Freunde, ich bin ehrlich, genau da sehe ich mich. Da sehe ich mich gerade richtig. Guck mal, auf Undercover hier noch einen Zuschauer getroffen. Der hat das Spiel auch gefühlt. Möchtest du einen grüßen? Ich grüße meinen kleinen Cousin, der heißt Diego und Rocco. Cousin wird gegrüßt. Guckt euch diese glücklichen Menschen an. Das erste Mal seit 15 Stunden oder so. Geil, Junge, ich werde mir das so reinziehen. Jalla. Oh, das ist lecker. Oh. Ich bin Rüben. Shit, zeig mal her. Oh. Geil. Oh, lecker. Schmeckt das denn? Ist das gut? Kann man essen, ja. Ja, nimm mal mit. Ronaldo better than Messi. Benzema, no? No? Benzema is good. It's good, huh? Benzema better than Messi all time. Bonjour, yeah. Stamboli. Messi finish, right? Finish. Messi. Finito. Oh, yeah. Finito. Finito, Messi. He can play with Dortmund. From PSG, which one is your favorite player? Mbappé, Neymar? Mbappé. Mbappé, oui. But he goes in summer. Mbappé, Real Madrid. Real Madrid. In summer. Hawaii. You think? Yeah. Yes. Also Freunde, ich fress absoluten Besen, wenn das hier noch mit der Bestellung. Nee, ich glaube nicht. Ich sag, wir kriegen irgendwas komplett Falsches. Was? Wir kriegen irgendwas komplett Falsches, sage ich. Hör mal gerade auf. Nein. Tornado, den Entzündung. Hey, sah gut aus, ehrlich. War gut. Wow.
Ja, wie machen wir das? Haben wir gut gemacht. Nein, auf dem Boden. Ich bin doch nicht so einer. Hey. Amar, bin ich so einer? Bin ich so einer? Du bist so einer. Ich bin nicht so einer. Du bist so einer. Nein, ich bin nicht so einer. Du bist so einer. Ich bin gut erzogen. Was hast du dir geholt? Ravioli mit Trüffel. Und dann teile ich mir mit Eli gemeinsam ein Tomahawk Steak. Was ist denn das? Wie bist du? Kann das was? Was ist Eli als N97? Naja, ich hab erstmal Nudeln. Ich muss erstmal selber ausprobieren. Geschmacksprobe? Brombeeren super. You have a pavlova with pistachio cream, raspberry and meringue French meringue. Mais là-bas? Geschmacksprobe? It's a milfeuille. Das ist wirklich ganz schlimm, ne? And one. Naja, sah professionell aus. Schmeckt wie von Rewe, Digga. Ganz und kostet wahrscheinlich nur 1000 Euro. So, Freunde, was geht ab? Bisschen später jetzt schon. Ich sehe maximal zerstört aus. Es ist nach 3 Uhr in der Nacht. Es war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Tag in Paris. Ja, einmal die Stadt zu erkunden und dann natürlich auch das Spiel war wirklich mies chillig. Also geistkrank, was soll ich erzählen, hat richtig, richtig Bock gemacht. Generell einfach die Stadionatmosphäre, da muss ich sagen, habe ich die Paris-Fans absolut unterschätzt. Und ja, ausverkauftes Haus, Mann, war ein geiles Spiel, Tor in der 90. PSG, geistkrankes Spiel, muss man wirklich sagen. Also hätte ich nicht so stark erwartet. Real Madrid ein bisschen schwächer erwartet, als ich eigentlich gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, danach, jetzt noch ein bisschen gechillt, ein bisschen was getrunken. Ein bisschen was gegessen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Abend. Auch cool, die ganzen Jungs mal zu sehen. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch der Vlog gefallen hat. Wenn ihr mehr Stadion-Vlogs sehen wollt, dann eskaliert ihr auf jeden Fall. Ich bin raus. Ich gehe mir jetzt eine schöne Mütze Schlaf gönnen. Und dann gibt's heute Abend den nächsten Stream. Haut da rein. Danke fürs Zugucken und Peace out. Ciao, ciao.